Es ist fast genau 2 Jahre her, dass die 14-jährige Schülerin Susanne auf grausame Art und Weise vergewaltigt, ermordet und verscharrt wurde von dem irakischen Flüchtling Ali Bashar. Der Schmerz sitzt natürlich auch heute noch tief bei ihrer Familie, vor allem bei Mutter Diana Feldmann und ihrer kleinen Schwester. Am Samstag jährt sich der Todestag von Susanne zum 2. Mal und Bild war mit der Familie jetzt auf dem Friedhof. Es sind unvorstellbare Qualen, die Mutter Diana Feldmann und die gerade mal 6-jährige Schwester Juliana jeden Tag aufs Neue ertragen müssen. Dein eigenes Kind, das man 14 Jahre lang großgezogen hat und das so grausam und sinnlos sterben musste, sowas kann man nicht vergessen. Gerade jetzt nach dem Todestag ist der Druck im Herzen unerträglich. An die Fundstelle selbst, an der Susanna erst Tage später nach ihrer Ermordung entdeckt wurde, kann Diana Feldmann bis heute nicht gehen. Auch die Wiesbadener Innenstadt meidet sie. Das ist der Ort, an dem ihre Tochter ihren späteren Killer kennenlernte. Ja, wenn ich daran denke, wie Susanna heute aussehen würde, dass sie mit der Schule fertig wird, wenn ich mir ihre Fotos anschaue, wenn ich die gleichaltrigen Teenies sehe, ja, die sich fast gleich kleiden oder so ähnlich. Ja, Musik, die sie auch gehört hat. Ja, sind viele Situationen, in denen ich mich traurig fühle und besonders stark Susanna vermisse. Erst vor kurzem wurde das Urteil gegen den Mörder ihrer Tochter rechtskräftig von Ali Bashar, dem Mann, der Susanna vergewaltigt, ermordet und verscharrt hat, hat die Mutter nichts mehr gehört. Gerechtigkeit gibt es in diesem Fall nicht, aber ich kann zumindest mal mit diesem Kapitel Täter und Gericht, Verhandlung abschließen. Jetzt muss Mutter Diana Feldmann ihre ganze Lebenskraft in Tochter Juliana stecken. Die 6-Jährige kommt im August in die Schule. Doch der Schmerz, Susanna auf diese abscheuliche Art und Weise verloren zu haben, der wird immer bleiben. Und ich möchte jetzt sprechen mit meiner Kollegin Daniela Pfad. Daniela, du warst dabei am Grab der Schülerin. Morgen jährt sich der Todestag zum 2. Mal. Es ist sicherlich kein einfacher Weg für die Familie. Wie hast du sie erlebt? Wie gehen sie jetzt mit diesem schrecklichen Schicksal um? Ja, also man merkt immer noch ganz deutlich, dass der Schmerz sehr, sehr, sehr tief sitzt. Es sind jetzt 2 Jahre vergangen und trotzdem fühlt sich das bei der Familie alles noch sehr, sehr frisch an. Die Trauer ist groß und Diana Feldmann hat es ja auch gerade schon in dem Interview gesagt, damit abschließen kann man eigentlich nicht. Ja? Eine Mutter, die ihr Kind verliert und dann auch auf so eine grausame Art und Weise, sagt sie eben, kann man nicht damit abschließen. Jetzt haben wir gerade gehört, das Urteil ist erst vor kurzem rechtskräftig geworden gegen Ali Bashar. Was hat das nochmal in ihr ausgelöst, als es jetzt dann doch zum Ende kam, zumindest was den Prozess angeht? Ja, also das Urteil ist auch schon wieder fast vor einem Jahr gefallen. Viel Zeit, die da auch wieder ins Land gestrichen ist. Und deswegen war das für sie jetzt eben, sie sagt selbst, eine klitzekleine Freude, dieses Kapitel Prozess eben vielleicht jetzt abschließen zu können. Die Verarbeitung dieses ganzen Falles, das wird allerdings noch Jahre dauern, wenn da überhaupt irgendetwas verarbeitet werden kann. Aber es ist schon ein kleiner Befreiungsschlag für sie, jetzt dieses bestätigte Urteil vom BGH. Ja, sie hat ja auch gerade gesagt, Gerechtigkeit wird es in diesem Fall in ihren Augen nicht geben. Aber wenn man jetzt in die Zukunft blickt, was bestimmt nicht einfach für die Familie ist, vor allem auf die kleine Schwester Juliana blickt, die heute jetzt, bald in die Schule kommt und bei der das Leben jetzt erst losgeht. Wie spricht die Familie dann? Wie denkt sie in die Zukunft jetzt? Ja, das wird ein schwieriger Weg werden, gerade auch für die Mutter, wenn jetzt die Juliana, die 6 Jahre alt ist, bald in die Schule kommt. Denn irgendwie kommen da ja auch Erinnerungen wieder hoch. Susanna war gerade mal 14 Jahre alt, selbst noch zur Schule gegangen, als sie ermordet wurde. Und das wird jetzt sicherlich sehr, sehr schwierig.
Die volle Konzentration gilt jetzt. Juliana, die Kleine, macht immer noch eine Traumatherapie, leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Auch für sie ist es sehr, sehr schwer zu verkraften, dass es ihre Schwester nicht mehr gibt. Und deswegen, die Familie wird weiterhin zusammenhalten. Sie haben jetzt eine kleine Gedenkecke in ihrem Wohnzimmer eingerichtet, an der sie jeden Morgen und jeden Abend Susanna begrüßen und sie auch in die Nacht verabschieden. Und sie werden das Beste draus machen.